Jo, moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit der Axt im Walde bei Was ist denn eigentlich neu in the Forest? Ja, wir haben jetzt heute neu, das ist noch nicht mal so lang her. Die Version 0.42 von the Forest, neues Update ist rausgekommen, ist nicht allzu groß. Und ja, wieder vom Download, noch vom Umfang. Ja, und wir starten los mit der ersten Neuerung, die ich euch mal zeigen möchte. Wir haben hier ein Fleisch am Grill, also ich, und wir gucken uns das jetzt hier mal an. Ja, ein ordentliches gebratenes Stück Fleisch hier zum Verzehr, das ist eine neue Animation. Ja, ich sag mal, Vorsicht, nicht für Vegetarier geeignet, nee, man kann ja auch unterscheiden, das ist ja auch nur ein Spiel in dem Sinn, ne. Aber es ist auch, ich muss es zugeben, doch ein bisschen grauenvoll anzusehen, da es nicht so ganz durchgebraten ausgesehen hat. Ich meine, es sei mir verziehen, ne, ehrlich, ja. Oh Mann, auf jeden Fall. Das ist neu, eine Animation, ist ganz schick. Wir haben hier einen neuen Kunstgegenstand, das ist das Pamphlet, ja. Auch mit einem anderen Wort, wie heißt das? Die Schmieschrift, ja. Ja, weiß nicht, hab das noch nicht gefunden, auch nicht großartig noch gesucht. Es gibt einen neuen Cheatcode. Wir stehen hier auch mal wieder so untätig rum. Oh Mann. Ja, typisch echt, ne? Sagt auch keiner was von euch, ne? Gut. Bleiben wir hier untätig rumstehen. Es gibt einen neuen Cheatcode, das wollte ich auch sagen vorhin. Das ist die sogenannte Wood Paste, ja, die Holzpaste, deutsch übersetzt. Ich weiß nicht, ich denke immer an eine Holzpaste. So eine Paste eben. Egal. Auf jeden Fall Wood Paste. Ja, das Besondere an diesem Code ist, es gibt keine visuelle Rückmeldung im Hauptmenü, wenn der eingegeben wird. Ja, also Wood, Wilhelm Doppel Otto, Dora und Paste mit Paula, Anton, Siegfried, Theodor, Emil. Ja, einfach eintippern hier auf der Tastatur. Es gibt keine visuelle Rückmeldung, wie erwähnt. Ja, das dringend ganz nochmal. Wer hier glaubt, das tippert man ein und dann kommt hier wie bei Iron Forest hier so oben am Logo im Hauptmenü in Iron, das ist nicht. Ja. Und das ist auch nur ein Einbahncode quasi. Ja, einmalig einsetzbar. Das heißt, man gibt ihn im Hauptmenü ein, der geht leer durch, man bekommt keine visuelle Rückmeldung, man steigt ins Spiel ein, speichert ab, ja, und alles, was hier vom Lochschneider in der Zwischenzeit bis zum Speichern erledigt worden ist, nee, nicht bis zum Speichern, bis zum Ausstieg aus dem Hauptmenü, ins Hauptmenü, das, ja, das wird dann zurückgesetzt, ne? Das heißt, nächstes Mal Spiel laden und Löcher sind eigentlich wieder weg. Das ist hier das sogenannte Wood Paste Code. Und er ist einmalig ohne visuelle Rückmeldung. Ich muss das öfter erwähnen. Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt noch nach wie vor. Ich habe hier mit Even im Steam Forum auch drüber geschrieben. Ja, der hat mir hier Aufklärung, ja, ihr wisst, gegeben drüber. Ein bisschen mehr Information. Und es gibt einen zweiten Cheatcode fürs Hauptmenü. Ja. Das ist auch neu in der Version 0.42, um jetzt wegzukommen hier von der Holzpaste. Der allerdings hat eine visuelle Rückmeldung, ja, zeige ich euch in Kürze. Beziehungsweise direkt mal gleich nebenan, hier so. Ja, das ist der sogenannte Regrow Mode. Den tippt man auch so ein, ich sag mal, gut. Schlagt es auch im Forum bei uns dann nach forum.2forest.net, die Patchnotes sind da drin wie immer. Dieser Cheatcode hat zur Wirkung an und für sich, dass alles, was hier an Bäumen gefällt wird, pro Nacht, die geschlafen wird, 10% der Bäume wieder zurückwachsen lässt. Pro Nacht 10% der gefällten Bäume. Ja. Das heißt, einfach mal öfter durchpennen gut ist. Ja, wenn man hier jetzt möchte, zum Beispiel in der eigenen Basis, ja, bitte kein Baumwuchs mehr, dann muss auch der Stumpf weg. Ja, ist kein Stumpf mehr da, gibt's auch keinen Baum mehr, der wachsen kann, ist klar, ne? Jo. Nicht so zu unserer Freude ist es, dass hier das Zurücksetzen von Fallen pro Zurücksetzung jetzt ein Stück Stock kostet. Ja, gefällt mir nicht. Wir laufen, wir latschen auch mal hier irgendwo lang. Ja, ein bisschen was anderes angucken.
So einen wackelnden Busch. Ja, ein Stück Stock kostet das ganze Zeug hier, wenn ich eine Falle zurücksetze. So ziemlich jede Falle, die ich hier im Repertoire drin habe, bei The Forest. Was allerdings ein bisschen erfreulicher dahingehend ist, es gibt Pfeile, Giftpfeile, na, die kennen wir ja. Und der Vergiftungseffekt, das ist ganz toll, ja. Trifft man hier einen Gegner, verlangsamt sich deren Geschwindigkeit ein bisschen und der Schaden, den die ausüben, ja, da gibt's auch nicht viel auszuüben, ja. Niedriger Schaden, der ausgeteilt wird für einen kurzen bestimmten Zeitraum. Ja, wir haben noch ein bisschen Theoriestunde, es tut mir leid, wir kommen auch gleich zum Ende, ne? Gegner, da versprechen uns die Entwickler viel. Ja, diesmal versprechen uns die Entwickler bei den Gegnern sehr viel. Lest das bitte auch im Forum bei den Patch Notes nach. Die interagieren zum Beispiel unter anderem mit der Umgebung, mit den dynamischen Objekten und was weiß ich. Bei der Pfadfindung ist das auch alles viel besser geworden, sagen die Entwickler. Jo, und das, sag ich mal, ist es auch dann großartig, mit der Theorie, oh nee, hier kommen wir hin, mit der Theoriestunde. Ich pack mal hier aus eine von zwei tollen Neuerungen, die wir hier angucken können. Ich nehme hier eine Bombe, ja. Jeder kennt das, Bomben können hier angeheftet werden. Ich gehe an hier so ein Teil ran, kommt Taste C zum Anheften. Na, kennen wir ja. Jo, kaputt ist das Dings. Und das gleiche ist aber hier der Fall. Mit Taste C speichere ich ja in der Unterkunft ab. Ja, die Entwickler haben gesagt, nee, es ist jetzt nicht mehr möglich, Gegenstände bzw. Objekte wie Bomben hier in unmittelbarer Nähe von gewissen sogenannten Interaktionsstellen zu benutzen. Ja, um zu verhindern, dass man zum Beispiel sich in die Luft bläst, beim Versuch abzuspeichern. Ja, klar, ist nachvollziehbar. So. Ja, weggesteckt, das Ding ist hier. Auch neu, hier Baumstammschlitten extra bereits voraufgebaut für euch. Wir kennen das, der Baumstammschlitten transportiert ja seit einigen Versionen nicht nur Baumstämme, sondern auch ein paar Steinchen, wenn wir die so haben möchten. Die Entwickler gehen sogar einen Schritt weiter und sagen so, nee, nimm doch einen Stock, du gehst mal hier eben ran und bekommst hier so ein Stocksymbol zum Ablegen, ja. Ich drück die Taste C, das Zeug ist drin und C, 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 rein geht das hier. Ja, und ich nehme die auch natürlich mit der Taste E wieder raus. Ich meine, irgendwo ist das ganz logisch. Ne? Die Entwickler haben das auch separat erwähnt, dass man hier zwischen Stein und Stock wählen muss, beziehungsweise eine Anfangsauswahl treffen. Ich meine, gut, okay, es ist nur eine Type von Ressource möglich. Ich kann hier jetzt nicht mehr einen Stock ablegen, ja? Ja, aber jeder, der The Forest kennt, der weiß auch, The Forest, der hat ein bisschen doch so ein Lerneffekt, das heißt, man probiert vieles aus und kommt dann recht flott drauf, so, nee, so geht's nicht, ja. Muss anders funktionieren. So ist es auch, wenn man hier versucht, mehr dran zu pappen. Das Spiel sagt einem gleich so, nee, hier ist Ende Gelände, da pappst du mir nichts anderes drauf, entweder ein Stock oder ein Stein oder ein Baumstamm, aber alles nicht gleichzeitig, nee, will ich nicht. Und, ja, damit schließen wir auch wieder ab. Ja, die Entwickler sind wahnsinnig. Ja, die hauen vielleicht nicht gerade ein großes Update raus, aber schon wieder in nicht mal 14 Tagen kommt das nächste Update. Ja, ich sag mal, bis dahin, alles Gute. Mann, ist es heiß. Aktuell sind meine Schlussworte. Ja, genießt die Sonne. Ja, bis dann. Tschüss.